In dieser Ask the Punk Show geht es um die Sanierung von Wohnungen, um die Blockchain-Technologie und um Daytrading. Hallo Leute, willkommen zur ersten Ask the Punk Show des Jahres 2017. In der Ask the Punk Show habt ihr die Möglichkeit, mir Fragen zu wirtschaftlichen und politischen Themen zu stellen und ich beantworte diese Fragen dann in einem kurzen Video. Gehen wir gleich zur ersten Frage. Matthias fragt, wenn du eine Wohnung kaufst, sanierst du diese, um höhere Erträge zu erwirtschaften? Küche rein, ja, nein. Bad neu, ja, nein. Also Matthias, das hängt von der individuellen Situation ab. Also Nummer eins, ich kaufe sowohl Wohnungen, die in gutem Zustand sind, als auch manchmal sanierungsbedürftige Wohnungen. Manche Wohnungen haben keine Mieter, manche Wohnungen sind aber auch vermietet. Und je nach Lage, je nach Größe der Wohnung und je nach auch Vermietungsstatus musst du entscheiden, was du investierst und was nicht. Also beispielsweise einen ranzigen Teppichboden musst du auf jeden Fall austauschen, weil sonst zieht er kein Mieter ein. Und auch das Bad muss einigermaßen ansehnlich sein, sonst zieht er auch kein Mieter ein. Küche hängt davon ab. Bei größeren Wohnungen ist es oft so, dass die Mieter ihre eigenen Küchenwünsche haben und wenn man keine Küche einbaut, Einzimmerwohnung ist normalerweise so, dass man entweder eine Küche einbaut oder sogar die Wohnung voll möbliert vermietet. Tendenziell bekommst du aber bei Vollmöblierung, zumindest in Frankfurt oder Stuttgart oder München, auch noch deutlich höhere Mieten als bei einer Wohnung, die nicht möbliert ist. Bernie fragt: Servus Gerald, welches Potenzial hat deiner Meinung nach die Blockchain-Technologie? Kann sie wirklich zu einer Revolution im Finanzsektor führen und das momentane zentralistische Bankensystem dezentralisieren oder Banken zukünftig vielleicht sogar überflüssig machen? Hallo Bernie. Die Blockchain-Technologie wird sicherlich sehr stark wachsen und sie wird auch in der Finanzindustrie eine Bedeutung haben. Insbesondere glaube ich schon, dass auch so Kryptowährungen wie Bitcoins, vielleicht auch noch andere, eine gewisse Rolle spielen werden. Ob sie aber die Zentralbanken und das klassische Bankensystem komplett ersetzen, das glaube ich nicht, weil einerseits der regulatorische Druck hier zu groß sein wird. Ich glaube nicht, dass sich die Staaten am Ende das Monopol, Geld zu erschaffen, aus der Hand nehmen werden lassen. Und zweitens dauern auch solche Veränderungen trotz allem Jahrzehnte. Was schon passieren wird, ist, dass viele klassische Banken, die jetzt ein Filialnetz haben und ähnliches, fusionieren werden, konsolidieren werden, dass es weniger Bankfilialen geben wird, weniger Banken und dass auch die großen Banken, die existieren werden, nach wie vor sicherlich ihr Geschäftsmodell teilweise verändern müssen, teilweise auch Fintech-Unternehmen gründen werden oder aufkaufen werden und sicherlich auch in Blockchain-Technologie investieren werden. Aber ich glaube nicht, dass am Ende das sofort alles total verändert und ich glaube auch nicht, dass in der Sicht von den nächsten 10 bis 20 Jahren am Ende Zentralbanken und Banken durch die Blockchain-Technologie überflüssig werden. Was in 50 Jahren ist, glaube ich, kann heute niemand vorhersehen. Ogus fragt: Hallo Herr Hörhan, zählt das Daytrading bzw. Handeln mit Optionsscheinen, CFDs oder anderen Hebelprodukten zur New Economy? Gruß Ogus. Ich würde nicht sagen, dass Daytrading zur New Economy gehört. Denn Daytrading konntest du auch schon machen vor 20 Jahren. Das war natürlich noch etwas komplizierter und auch etwas teurer, weil beispielsweise klassische Banken, wo du noch per Telefon oder Fax gehandelt hast, natürlich höhere Gebühren und Ähnliches verrechnet haben. Auf der anderen Seite waren aber auch die Märkte nicht so effizient. Weil heute hast du ja eines, dass du einfach hypertransparente Märkte hast, das heißt, selbst jede Privatperson, die etwas Geld in die Hand nimmt, bekommt Realtime-Kurse. Und das Zweite ist, dass immer mehr des großen globalen Handels von Computersystemen übernommen wird, die einfach schneller sind als jeder menschliche Trader. Und vor 20 oder 25 Jahren gab es auch Daytrader, es gab auch Optionshändler, es gab auch Spekulanten, es gab auch einige Leute, die damit ihr erstes Geld verdient haben und auch einige Leute, die sehr viel Geld verloren haben damit, beziehungsweise auch bankrott gegangen sind. Das ist heute genauso, nur sind eben die Spielregeln anders. Damals war es alles etwas langsamer, es war auch Transaktionskosten waren höher, die Märkte waren weniger effizient. Heute hast du Transparenz, einen extrem schnellen Handel, aber auch hypereffiziente Märkte. Und ich glaube sogar, dass es heute schwieriger ist,
Geld zu verdienen als noch vor 20 oder 30 Jahren. Wenn dir diese erste Punkshow gefallen hat, hinterlasse bitte einen Like oder einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du mehr zu diesen Themen erfahren willst, findest du das auf meiner Homepage www.investmentpunk.academy. Ich wünsche dir alles Gute und sehr viel Erfolg.